Aus Türen? Das sind Türen? was zum Geier? Liken, abonnieren, meinen Partner Translations auschecken. Mach den Papa glücklich. Was geht ab, Erzieher? Hier, willkommen zu Win Compilation September 2021 Edition Best Videos of the Month, August. Aha. Schon mal rein, ich hab Bock auf so ein bisschen seichteren Content, aber hoffentlich sehen wir heute ein paar sehr, sehr verblüffende Dinge. Ich bin gespannt. War das gerade wirklich, was der spielt? Ich hätte es gerade ohne Gitarre gehört. Stampy, building his own tower. Yeah, alright. What's going on here? Oh. Come on! Da würde ich 1000 Jahre brauchen zum Gewinnen. Was sowas treffe ich ganz sicher nicht. Anatel auf Orgel. Oh, wäre cool. Das war aber gefaked, oder? Das geht doch nicht, dass man genau richtigen Ton hinkriegt. Oder? Boah, das finde ich cool. Das ist aber echt stark, die Idee. Die ist mega gut. War real. Ach Quatsch. Ohne Scheiß. Wie kriegt man das hin, dass die Hühner verschiedene Töne von sich geben? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber das finde ich eine gute Idee. Das finde ich sehr stark. Hat man keine Hobbys? Aus Türen? Das sind Türen? was zum Geier? Aber voll die coole Idee. Boah, krass. Hat es einen Weltrekordantrag? 100 Pro, oder? Weißt du, die Real-Life-Guys, die haben das gemacht? Das ist ja mega. Aber voll die gute Idee, einen Garten aus Türen zu bauen. Красота, правильно? 100% Russe, oder? И кунай можно хорошо метать, прямо на маятничке. Смотрите, какая красота. Кунай в отверточке. Mit dem will ich mich nicht anlegen. Oh. Vielleicht fällt die Schüssel, Alter. ist da eine Ziege auf dem Surfbrett? Okay, alles klar. Das wäre was für Maxifer eigentlich. Der müsste auch mal so einen riesen Bällebad mit seinen Hunden machen. Das wäre sicher ein viraler Hit bei ihm. And here we have Nadia Berry on dock. And this is legitimately the heaviest distortion I could find. Das ist ja mega stark. Kann man das nicht machen, dass man das auf all möglichen Instrumente aufbaut? Also Harfen, Geigen und dann hat man so volles, krank elektrische Orchester? Das wäre doch ultra krank, oder? Geht's was nicht? Ich würde gerne wissen, was sowas immer, wie viel Versuche es gebraucht. Wenn es mit First Try wäre, ja, dann ist cool. Aber wenn so Trick versucht 220 wäre, dann so, ja, mein Gott.
Ach so. Wie heißt Dinger nochmal? Teremi oder irgendwie, so heißt der auch, gell? Da ganz kurz schon der Sound käme von den Gläsern. Ich war so, nein, Quatsch, so klingen doch Gläser nicht. Oder weil, ich glaube, Teremi oder wie so heißen die Dinger doch. Also wegen Breaking Bad. Big Bang Theory kenne ich die Teile. Was ist gerade hier passiert? Ich kapiere es nicht. Was passiert da? Was ist hier los? Ich kapiere gerade gar nichts. Die Boards machen anscheinend Sounds. Ich glaube eben auch, aber ich bin mir gerade sicher, wodurch? Wegen einem Strich kurz auf dem Boden? Oder wie genau funktioniert das dann? Wäre interessant zu wissen, wie das genau man da gerade gesehen hat. Ein bisschen Erklärung wäre cool gewesen an der Stelle, finde ich. Ich glaube auch, dass das irgendwie so ein Scanner an Bord war und wenn sie rumfahren, werden verschiedene Sounds abgespielt, aber warum klang das dann so alles so hardcore irritierend? Boah, das finde ich auch mal stark. Boston Dynamics, ich kenne die Robotoren. Die, wie heißt der von ihm, die Modelle von denen nochmal? Das ist der, ah Gott, ihr wisst bestimmt, wie die Dinger nochmal heißen. Atlas, die Atlas heißen die. Voll krank, was die bauen. Das ist kein Fake, die können echt solche geilen Stunts. Salto? Nee, jetzt aber Salto. Stark. Aber... Irgendwie so sinnlos, für was braucht man die? Aber wer weiß, eines Tages. Hast du das Video von zu Silvester von denen gesehen? Ja, wie sie gedanced haben, es war schön. War auch cool. Wow. Du, ich sag's dir, wenn du sowas kannst, ich glaube, das kauft dir 100 pro einer für viele tausend Euro ab. Einfach nur so, irgend so ein reicher Typ, der Bock hat, das, was ich in seinem privaten Kino unten stehen zu haben oder so. Irgendwer kauft dir das ab, 100 pro. Also wenn du sowas kannst, machst du Gewinn mit so einem Quatsch. Kannst du von leben wahrscheinlich. Stark, Alter. Alien, by the way, ist ein sehr, sehr beeindruckender Film, weil der ist sehr alt. Ich glaube sogar noch in den 70er Jahren. Und zum allerersten Mal hat man wahre Künstler rangelassen, um ein Monster zu erschaffen. Und es war für die damalige Zeit überwältigend, dass man sowas Gruseliges sich ausdenken kann, weil man hatte bislang nicht solche fantasievollen Wesen oder so. Mittlerweile ist es vielleicht nicht mehr so beeindruckend, man hat schon so viel gesehen im Fernsehen, aber es war halt damals voll verblüffend, dass ein Mensch sich sowas ausdenken kann, wenn er noch nie eine Referenz hatte. Es gab ja nichts Vergleichbares zu der Zeit. Ja, das ist schon auch eine Leistung, sich als Künstler sowas auszudenken. No looking William Tell. Oh. Boom. Ist es ein Aimbot? Hat der ein Aimbot gebaut? Oder wie genau kann sich das vorstellen? Hat der ein Aimbot gebaut? Ja, hat er. Boah, wie geil ist das denn? Das ist mir schon stark. That moment, right there, was the culmination of 2 years of work trying to prove to myself that it is possible to swing like Spider-Man. ETF. Gut, sowas, glaube ich, beeindruckt eher Leute mehr, die spielen können und sagen, wie geht das? So, wie kann man so viele Noten auf einmal spielen? Oder keine Ahnung, um was gerade hier geht. Das ist dann so für einen Musikbanausen wie mir nur so, ja, klingt gut.
kind of funny. There's a tour bus here that always tours through my neighborhood. Hey, you guys know where I can find the rock? How you guys doing? Was zum Geier, ein Tourbus, den er, glaube ich, spielen. Wer war das? War das Vin Diesel oder wer ist das? Wetten für Hund ist gerade so semi-geil, der ist so, naja, ich weiß ja nicht. Stimmt, eigentlich müsst ihr die Quellen angeben. Tun sie gar nicht in der Videobeschreibung. Ist ein bisschen The Rock. Oh, war The Rock? Ich Idiot. Das sah irgendwie für mich gar nicht wie The Rock aus. Es hat, ist ja nicht nur mal so... Sein Gesicht war so schlank. Du Kulturbanause. Ich habe ihn gar nicht erkannt. The Rock kenne ich, klar. Aber das sah gar nicht aus wie er irgendwie. Sein Gesicht war so. Aber vielleicht wegen der Sonnenbrille. Today I will make the Ja, kennst du jetzt schon. Millenniums-Falke. Falcon of Star Wars. Okay, let's go. Wie macht man das mit Sand eigentlich, dass sowas hält? Da brauchst du irgendwie genau den richtigen Sand, die richtige Mische oder so. Weil bei Sandburgen bauen wir zerfällt es irgendwann einfach. Watch my cat's reaction when I come home from work. Maron macht sowas nie. Und Sammy auch nicht. Hat so keiner gesehen. Oh, wie traurig. Er voll so, yo, oder? Kein Mensch juckt's. Nice. Wer weiß nichts für mich, muss ich sagen. Ich würde es mir nicht in die Wohnung stellen. Da müsste man, wenn dann ein größerer Herr der Ringe-Fan sein oder die Lampe muss ein bisschen ticken schöner sein. Ich würde cool finden, so einen, den Ring als echten Ring so einfach. Das aussieht wie beim Film. So als Halskette oder so wäre ganz cool. Aber so als Lampe finde ich nicht ganz so schön. Was würdet ihr sagen? Also für mich ist so vielleicht nice to have, aber nicht wirklich hübsch. Ich will das! The target is to stack all of these six nails on top of this wooden stick. This is how this structure looks like. And if I now lift it, the nails will interlock, building a self-stabilizing structure, which I can then place on top of the wooden stick. Oh, ist ein starkes Rätsel. Ich glaube, da käme man nicht so schnell drauf. Aber klar, hält. Ich glaube, da würde man lange brauchen, eine Konstruktion zu bauen mit sechs Nägeln, dass der da drauf hält. Das ist, glaube ich, schon. Klima regelt schon. Ach! Nail will touch the ground. Ich glaube, spätestens mit 18 ist die Wirbelsäule so im Arsch. Look at Emerson. Wenn das nicht gefaked ist, ist es echt geil. Look at Emerson. Geil. Warum macht man sowas? Three, two, one. Hey, Optimus Prime. Greetings. Convert. Oh, he's backwards! He spins! Oh my god! Boah, gerade lacht ein bisschen mein Kinderherz. Ich will es noch kurz einmal sehen. Gerade lacht ein bisschen mein Kinderherz, weil ich muss sagen, ich habe früher
Ich habe Transformers nie geguckt, außer halt Teil 1 damals, als im Kino rauskam und so. Aber die Serie an sich, die Zeichentrickserie, habe ich nie geschaut. Aber ich habe immer die Kinder gesehen, die solche Transformers-Spielzeuge hatten. Die haben damals immer, keine Ahnung, 80 Mark gekostet oder keine Ahnung, wie teuer die waren. Aber meine Eltern konnten sich sowas nicht leisten. Und da war ich mal voll neidisch, so, weil das Transformieren an sich fand ich immer voll beeindruckend. Aber so automatisches Transformieren, das ist schon beeindruckend. Er macht ja gerade gar nichts, oder? Ich muss nur warten. Oh, he's backwards. He spins. Ich war irgendwie arschteuer, diese Transformationsroboter zum Bauen und war auch saukompliziertes Transformieren. So, man muss per Hand aber so alles mögliche drehen und schwenken und drehen und keine Ahnung was. War cool. Oh my God. Spielt die echt auf drei Trompeten gleichzeitig? Was war das überhaupt für ein Instrument? Da meine wieder keine Trompete. Für mich ist alles Trompete, was so ausschaut. Wilder Typ. Auch sowas ist echt beeindruckend immer, finde ich. Trompete stimmt sogar in dem Fall. Gut. Super. Das finde ich echt beeindruckend. Sowas, so ein Mann-Band, das ist immer wieder cool. Bin ich schon Fan von, seitdem ich bei Mary Poppins, der Gott, wie hieß der Typ nochmal bei Mary Poppins, der ein Mann-Band ist, aber auch super stark. Immer so voll beeindruckend, finde ich, wenn sowas kam. Aber ja, gell, der hat nichts verlinkt an Quellen oder wie. Finde ich ein bisschen schade. Wäre cool, wenigstens im Video einzublenden, woher die Videos kommen. Weil manchmal ist es echt ultra viel Arbeit. Oder wirklich tolle Leistungen oder irgendwie, wenn das sowas ist natürlich super cool, der Predator im ganzen Video zu sehen oder Aimbot, der ist ja auch unglaublich beeindruckend, sowas zu bauen und sowas zu konstruieren, keine Ahnung, wie sowas funktioniert überhaupt. Würde ich gerne manchmal auch Originale sehen, um halt noch mehr Infos zu bekommen. Würde ich cool finden, würde ich mir wünschen von dem Kanal. Einfach hier einen Link rein oder am besten natürlich in die Videobeschreibung. So, man kann eins vergessen, ja okay, aber gar nicht, ist immer ein bisschen schade. Da stand's gerade, weißt du wo? Liste! Oh, auf deiner Website natürlich. Ja gut. Ah, okay, hier ist alles verlinkt. Ja, dann passt's ja. 50 hauen sie mal rein. Na gut, dann nehme ich alles zurück. Lesen kann es klar im Vorteil, heißt ja immer. Ich kann es nicht. Genau, hier die Atlas, habe ich schon gesehen. Wo war's hier? Das ist von Boston Dynamics, gell? Boston Dynamics, genau. Okay, dann passt ja alles. Alles gut, alles gut. Dankeschön, Win Compilation, fürs Verlinken. Weil das finde ich schon wichtig so. Aber auf irgendeine Weise ist es ja, ich würde nicht sagen Content Clown, halt, man macht halt eine Compilation aus allen möglichen Dingern. Finde ich als Konsument geil, dass es sowas gibt. Aber halt eben, das ist wichtig anzugeben, finde ich persönlich immer. Ganz über Reaktionen auch. Und wenn Leute sagen, sie wollen nicht, dass man auf die Videos reagiert, ist es auch vollkommen legitim. Dann bis dann. Checkt mal die Originalvideos aus, falls ihr eines davon geil fandet. Mal schauen. Verlinke ich dann das hier einfach in der Videobeschreibung, wenn ich dran denke. Hier oben der Link. Genau, dann kann man sich das angucken, falls ihr noch Bock habt, die Originalclips zu sehen. Das war's dann. Ciao, bis zum nächsten Mal.